Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Python. Dieses Mal geht es um was Witziges, Turtle-Grafiken, falls es euch was sagt. Und zwar habe ich da vor einer Weile einen Tipp gekriegt, ich soll doch mal ein Video zu Turtle-Grafiken machen. Die sind übrigens echt geil. Und eigentlich werden sie benutzt, um Kindern ja, Programmieren so ein bisschen näher zu bringen. Aber man benutzt sie tatsächlich auch in der Computergrafik, um zum Beispiel Bäume oder sowas darzustellen, weil die echt komplex sind. Und ja, zum Beispiel in Avatar haben sie die benutzt. Damit kann man auch sehr schön irgendwelche Planeten oder was auch immer modellieren. Genau. Also gar nicht so uninteressant und tatsächlich sehr leicht zu benutzen. Und werden schon von Python direkt zur Verfügung gestellt, was echt richtig geil ist von denen. Wir brauchen hier allerdings noch ein zweites Modul, nämlich Time, damit wir das Ganze auch sehen und damit es nicht sofort wieder weg ist. Deswegen ganz am Ende von unserem Skript, nicht Slice, Sleep. Time.sleep, 3 Sekunden. Das heißt, wir warten einfach 3 Sekunden, damit wir unser Bild genießen können. Genau. So, und dann kann man dieser Turtle, also der Schildkröte, sagen, leider ist sie ein bisschen schneller als eine Schildkröte und sieht nur aus wie ein Pfeil, also genau. Aber man sagt ihr einfach, okay, Turtle, beweg dich zum Beispiel geradeaus. Und das wäre in dem Fall forward um 100. Und 100 sind in dem Fall, glaube ich, Pixel. Genau. Ja, und diese 100 Pixel, die bewegt sich dann halt nach vorne. Und wir sehen das, indem wir sagen, okay, ich habe hier mal was ausprobiert. Genau. Hier sehen wir einen schwarzen Pfeil, der sich 100 Pixel nach rechts bewegt hat. Dieser Pfeil ist schnell verschwunden, weil diese 3 Sekunden abgelaufen waren. Ich stelle das mal hoch auf 5. So. Genau. Und damit kann man schon relativ viel machen. Allerdings nur in eine Richtung, denn man kann sich auch natürlich zurückbewegen. Turtle.backward ist der Befehl. Wenn ich jetzt kein Caps Lock anhätte und tippen könnte, wäre es toll. So, backward 100. Oder sagen wir einfach mal 300 hier. Genau. So, und jetzt kann man sich drehen. Und drehen tut sich tut dann einfach den Kopf, die Richtung von dem Kopf ändern. Zum Beispiel nach links. Also das heißt, wir schauen erst rechts ganz nach rechts in diese Leserichtung. Und genau in dieser Richtung wollen wir uns um 45 Grad drehen. Das heißt, wir gucken nach rechts, wie ich gerade gesagt habe, und drehen uns um 45 Grad. Das heißt, danach gucken wir so schräg nach oben. Und ja, danach gehen wir erst 300 Schritte zurück. Das heißt, wir haben keine Ahnung mehr, wie es aussieht, weil wir nicht aufgepasst haben. Und es sieht so aus. Das heißt, wir gucken hier nach rechts, drehen uns, sodass wir nach schräg oben gucken und gucken, gehen dann 300 Schritte rückwärts. Und dann sind wir etwas tiefer. Genau. So. Und daraus kann man jetzt schon einiges basteln. Allein aus diesen paar Befehlen, wenn wir jetzt noch wissen, dass das Komplement dazu right heißt, also turtle.right dreht uns in die richtige, in die rechte Richtung, dann können wir da schon so eine kleine Pflanze draus basteln. Wie machen wir das? Naja, ich schreibe das mal hier unten drunter, da muss ich die Befehle nicht mal kopieren. Wir sagen erstmal, wir holen uns noch einen Integer zur Hand. Also int, keine Ahnung, also eine Zahl für die, die nicht so mit anderen Programmiersprachen konform sind. Weil i größer 2. So, und dieses i hier, das wird unsere Richtung, in die wir laufen. Diese 2 könnte auch eine 1 sein. Achtung, es darf keine 0 sein, da wir am Ende die Zahl halbieren wollen. Und wenn wir 100 unendlich oft halbieren, sind wir trotzdem niemals bei 0 angekommen. Das heißt, wir haben eine Endlosschleife geschaffen, wenn wir hier 0 reinschreiben, und dann haben wir ein Problem. Gut. Und dann wollen wir uns zuerst nach vorne bewegen. Turtle.forward. So. Und zum Beispiel i, dann drehen wir uns nach links, Turtle, ach, weißt du was, oder wisst ihr was, ich kopiere das einfach hier raus, Turtle.left, und drehen uns um 20 Grad, gehen nochmal nach vorne um i, gehen nach hinten um i und sind, wenn wir hier zurückgegangen sind, also hier gehen wir erstmal 1 nach vorne, und wenn wir dann hier uns drehen, nach links, vorwärts gehen und wieder genau dieselbe Strecke zurückgehen, dann sind wir logischerweise auch wieder da, wo wir angefangen haben, kurz nachdem wir uns gedreht haben.
Das heißt, wir sind wieder an demselben Punkt. Das heißt, wir können uns an diesem Punkt gerade mal weiterdrehen noch. Zum Beispiel um 40 Grad. Nee, um nochmal 20. Und dann machen wir das einfach nochmal hier und drehen uns dann nach rechts. Und zwar um 40 Grad. So, und jetzt haben wir schon so eine kleine süße oder auch nicht süße Pflanze geschaffen. Wir müssen jetzt hier nur noch i halbieren, wie ich schon gesagt habe, damit der Abstand immer kleiner wird. Die Blätter werden irgendwie immer feiner, wenn wir so in Richtung Blattspitzen kommen. Das habt ihr sicher schon mal bemerkt, wenn ihr draußen. Ha, was rede ich eigentlich draußen? Gut. Ja, und ich habe vergessen, vorne das Ding zu ändern. Das hier soll einfach nur erstmal 90 Grad drehen, damit wir nicht mehr nach rechts gucken, sondern nach oben. Dahin wachsen Pflanzen normalerweise, für die, die nicht so häufig rausgehen. Und dann gehen wir erstmal 300 Schritte zurück. Das heißt nach unten, damit wir hier unten irgendwo sind, damit wir uns auch ein bisschen Platz geschaffen haben. So. Und jetzt starten wir das nochmal. So. Und wir sind zu viel nach unten gegangen. Fangen wir hier doch gerade mal mit 300 an. Okay. So. Und ja, jetzt sehen wir, wir haben hier an der rechten Seite so ein paar Fuzelblätter dran. Die werden immer kleiner, je weiter wir nach oben gehen. Das kann man logischerweise noch ein bisschen verfeinern und alles ein bisschen schöner machen. Hier die Winkel vielleicht ein bisschen anpassen. Und da kann man richtig schöne, ja, so kleine Grafiken damit schreiben. Also wie gesagt, es ist ziemlich cool und einfach mal damit rumspielen macht echt Spaß. Ich habe damit so ein kleines Häusle gebaut mal. Kann man auch machen. Haus vom Nikolaus ist übrigens eine ganz beliebte Übung damit, weil man damit sowieso nicht absetzen sollte und auch nicht zurückfahren sollte. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr das hinkriegt. Und postet mir einfach, wenn ihr es geschafft habt, euer Haus vom Nikolaus. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.